mein Name ist Timo Wessels, bin Landwirtschaftsmeister und ich bin der Inhaber dieses Betriebes. Na, in erster Linie produzieren wir Biomilch mit unseren 500 Milchkühen. Ja, aus der Mist und Gülle der Tiere produzieren wir Biogas und daraus machen wir Strom und Wärme. Wir versorgen derzeit mit unseren drei Biogasanlagen. Das ist eine davon. Wir haben eine hier in Darmsdorf, eine in Trechwitz und eine in Götz. Da produzieren wir täglich den Strom für ca. 10.000 Haushalte. Und derzeit haben wir an unserem Wärmenetz ca. 60 Häuser hier in Darmsdorf angeschlossen. Schule, Turnhalle, ein großes Aktenlager, die Kirche, Gemeindehaus, Altenhof, Mehrfamilienhäuser. Es ist ein bunter Strauß angeschlossen. Die Tiere hier im Stall, man sieht, der Stall ist sehr luftig, sehr offen, viel Licht, viel Luft. Die Kuh hat vom Prinzip her nicht das Problem mit Kälte, die mag eher Wärme nicht so. Die Tiere sind jetzt alle gefüttert. Wir füttern einmal am Tag. Die Total-Mischration heißt das. Also hier ist jetzt Heu drin, hier ist ein bisschen Futterstroh drin, hier ist eine große Menge Grassilage drin, hier ist Luzerne drin, Maissilage, Getreideschrot, Ackerbohnen werden als Kraftfutter mit gefüttert. Naja, und dann ein bisschen Salz, Mineralfutter. Das ist eigentlich die ganze Futtermischung an der Stelle. Und man sieht es, den Tieren schmeckt es, die hauen richtig rein hier. Und man sieht eben auch an den Tieren, die haben wunderbar glänzendes Fell. Sie sind sauber, sie sind gepflegt. Alle Tiere haben hier eine Kuhbürste, da hinten sieht man das, wo sie sich pflegen, wo sie sich putzen können. Ist natürlich jetzt, ne, zum Frühjahr kommen die wieder in Fellwechsel. Das Winterfell geht langsam raus und da können die sich putzen, können sich bürsten. Den ganzen Sommer gehen die Tiere morgens nach dem Melken auf die Weide. Wir haben die Weiden direkt hier hinterm Stall. Das ist ein ganz kurzer Weg, großzügige Weiden. Und das ist natürlich wichtig für die Tiere. Ja, dann haben wir die Schieberanlage hier. Also die Gülle wird jede Stunde automatisch weggeräumt, so dass die Tiere also immer sauber sind und immer saubere Füße haben. Das ist sehr wichtig. Also wir brauchen die Tiere nicht irgendwie stören, dass wir hier mit einem Radlader oder so durchfahren. Ne? Die kennen das, die heben einfach die Beine an, wenn dieser Schieber kommt. Der läuft jetzt auch gerade, wir können mal langsam nach hinten gehen. Dann sehen wir vielleicht auch, wenn der Kot da hinten angeschoben wird. Wichtig ist, dass die Liegebox auch passt. Ne? Diese Liegeboxen sind so konzipiert, dass die Kuh möglichst, wenn sie kotet oder pinkelt, dass das auf dem Güllegang landet. Die soll eben möglichst nicht in ihre Liegebox, wo sie mit dem Euter liegt, da soll sie möglichst nicht liegen, weil wir natürlich hier Biomilch produzieren. Und da soll das Euter soll so sauber bleiben wie irgendwie möglich. Aber trotzdem müssen wir das so schaffen. Also wenn man hier guckt, da die Tiere liegen ziemlich ideal. Man sieht, sie sind schön in dem dicken Strohbett. Das Euter liegt schön im Warmen. Ne? Eine Kuh ist natürlich am Euter auch empfindlich. Der Schwanz ist mit in der Liegebox, dass der nicht irgendwie draußen auf dem Gang liegt. Und so wollen wir das sehen. So ist das perfekt. Und dann haben wir wunderbar gesunde und saubere Tiere. So, jetzt sehen wir hier gerade die Entmistungsanlage, wie sie den Kot nach hinten schiebt. So, und dann haben wir hier den Schacht. Hier wird der Kot einfach reingeschoben und läuft dann da ins Zentralbecken. Und von da aus wird der Kot oder die Gülle direkt zu den Biogasanlagen gebracht. Und dann machen wir da Strom draus. Man glaubt gar nicht, wie viel Energie in dieser Gülle ist. Also wir haben es gerade untersuchen lassen. Es sind 42 Kubikmeter Gas in einer Tonne Gülle. Das ist schon eine ganze Menge. Wir könnten noch deutlich mehr Häuser mit Wärme versorgen. Also wir haben Wärme auf den drei Biogasanlagen ungefähr in Größenordnung 25 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Das entspricht circa 2,5 Millionen Liter Heizöl und das würde reichen für circa 1000 Häuser, um die zu beheizen. Wir sind da im Gespräch mit verschiedenen Institutionen und suchen nach einer Möglichkeit, dass
Wärmenetz weiter ausbauen zu können. Unter den jetzigen Gegebenheiten mit dem Krieg in der Ukraine haben wir ja, müssen wir uns ganz, ganz tolle Gedanken machen, wie wir in Zukunft Energie nutzen wollen. Und wir haben hier Energie, Wärmeenergie für 1000 Haushalte.